Als die Corona-Zeit losging, war alles erstmal so ein bisschen in Schockstarre. Was machen wir jetzt? Die gewohnten Wege funktionierten nicht mehr, unsere gewohnten Veranstaltungen, das ging einfach nicht. Gottesdienste wurden abgesagt. Das, was eigentlich nie denkbar war, trat plötzlich ein. Und in dem Moment wurde klar, wir müssen auf jeden Fall online sein. Da sind Leute und wir müssen dabei sein. Und dann entstand dieser YouTube-Kanal. Am Anfang haben wir, das ist Wahnsinn, das muss man sich eigentlich mal vorstellen, am Anfang haben wir tatsächlich täglich gesendet, jeden Tag eine Andacht. Und es haben 200, 300, manchmal sogar 400, 500 Leute zugeschaut, jeden Tag aufs Neue. Das war in der Krisenzeit am Anfang, das ist lange nicht mehr so. Wir sind im Alltag angekommen. Ich habe diese Abstandsregel im Körpergedächtnis, habe meinen Mund-Nasen-Schutz immer dabei, meine Hände riechen nach Desinfektionsmittel. Das heißt, der Rhythmus hat sich deutlich verändert. Wir können nicht mehr täglich senden. Normale Veranstaltungen sind auch unter diesen Bedingungen wiedergekommen. Wir haben uns gedacht, das lassen wir jetzt nicht sterben. Wir lassen diesen YouTube-Kanal nicht sterben, nur weil das jetzt plötzlich irgendwie sich normalisiert in dieser neuen Normalität. Sondern wir machen die Qualität besser, wir rüsten technisch auf, überlegen uns mehr, wie funktioniert YouTube, was ist da wichtig. Wir haben viel gelernt, muss man ehrlich sagen. Also wir lassen auch bewusst die Anfangsvideos online, damit man nachverfolgen kann, wie stümperhaft oder wie charmant, könnte man auch sagen, war das am Anfang. Und wie hat sich das jetzt weiterentwickelt? Kurz vor dem Sommer ungefähr haben wir damit angefangen, dreimal die Woche eine produzierte Andacht online zu stellen, immer vormittags, montags, mittwochs und freitags, von einer Kirche aus unserer Region oder gerne auch mal mit einem Gast zusammen. Wir waren fliegen, wir waren bei der Abfallentsorgung, wir sind auf der Böhme paddeln gegangen, in der Schule natürlich, an ganz vielen kreativen Orten. Und mittlerweile ist dieser YouTube-Kanal so eine richtige Spielwiese für uns geworden. Einfach mal zu gucken, wo kommt Kirche eigentlich vor, wo kommt Glauben vor, was denken die Leute hier in dieser liebenswerten Provinz. Wir brauchen 1000 Abonnenten für unseren YouTube-Kanal im Kirchenkreis Walsrode. Weil mit 1000 Leuten können wir live von unterwegs übertragen. Wir schauen auf die Adventszeit, auf die Weihnachtszeit, die vor uns liegt. Und wir wissen nicht so genau, wie die Regeln dann sein werden, wie Corona uns im Griff hat. Und wir wollen trotzdem gute Veranstaltungen möglichst vielen Leuten ermöglichen, zugänglich machen. Und eine gute Möglichkeit ist über unseren YouTube-Kanal. Der ist in der Corona-Zeit entstanden und der läuft immer noch. Der läuft erstaunlich gut und es ist total schön zu sehen, dass jede Andacht kontinuierlich von Leuten angeklickt wird. Und gerade jetzt mit Blick auf Weihnachten, Advent und Weihnachten, wollen wir diesen Kanal natürlich dafür nutzen. Und wenn 1000 Leute unseren Kanal abonnieren, dann lässt YouTube das zu. Die haben das gesperrt. Vorher kann man nicht live übertragen, nicht von unterwegs übertragen, nicht mobil übertragen. Und genau das wollen wir. Hinfahren zu einer Kirche, zu einer schönen Veranstaltung und die zugänglich machen für andere, die das online verfolgen wollen. Luther hätte das bestimmt klasse gefunden, denn der hat damals auch immer neue Medien benutzt. Ich glaube, der würde sagen, das macht mit YouTube und mit Filmen. Deshalb haben wir uns gedacht, jeder 50. Abonnent, der kriegt einen von diesen begehrten Figuren. Martin Luther, der hat noch eine Bibel in der Hand. Mit Smartphone gibt es ihn noch nicht.